Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Yoga mit Nicole. Heute habe ich eine Yoga-Einheit für euch, die wir rein auf dem Rücken praktizieren werden. Eine Yoga-Einheit nur im Liegen. Für diese Yoga-Einheit legt euch aber mal alles zur Seite. Ein dickes Kissen, eine Decke, einen Gürtel und vielleicht sogar auch einen Block, damit ihr es euch auch so richtig gemütlich und bequem machen könnt. Dann würde ich sagen, lasst uns anfangen. Wir beginnen natürlich in der Rückenlage und wir legen uns einmal mit dem Rücken längs auf unser Kissen. Der Kopf ist leicht erhöht auf einer Decke, sodass ihr ganz bequem liegt. Legt euch zurecht und dann beginnen wir. Platziere die Rolle hinter dir so, dass du dich ganz bequem auf deine Rolle auflegen kannst und hier eine schöne Unterstützung hast in deiner Brustwirbelsäule. Deine Beine legst du am besten in einer hüftöffnenden Position auf, also entweder liegender Schmetterling oder auch sehr gerne liegender Schneidersitz. Wenn dir das nicht möglich ist, kannst du deine Beine auch ganz normal am Boden ausstrecken. Deine Arme liegen ganz entspannt neben dir am Boden, deine Hand in den Flächen sind nach oben gedreht. Und dann schenke dir hier zunächst ein paar tiefe Atemzüge, um bei dir anzukommen. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger, gibst dich mehr und mehr deiner Unterlage hin. Erlaube deinen Schultern ganz schwer zu werden und spüre diese wunderschöne Öffnung in deinem Herzen. Spüre die Weite in deiner Brust. Jedem Atemzug wird dein Körper, aber auch dein Geist immer ruhiger. Schenke dir hier noch drei Atemzüge. Und auf deinem Wege roll dich einmal nach oben auf, schiebe deine Materialien zur Seite und dann treffen wir uns wieder in der Rückenlage. Wenn es sich heute gut anfühlt, dann leg dir auch hier gerne die Decke unter deinen Kopf. Hole als erstes beide Beine zur Brust heran, halte sie einzeln fest und ganz leicht zieh an. Spüre diese sanfte Dehnung in deinem unteren Rücken. Nimm auch deine Hüftgelenke wahr. Lege nun deine Hände auf deine Knie
Und mit beiden Beinen zusammen kreisen wir einmal in eine Richtung. Wir kreisen schön langsam über unseren unteren Rücken. Ich lade dich ein, die Augen zu schließen und einfach dieses sehr angenehme Gefühl zu genießen, wie der Druckpunkt kreisförmig um deinen Rücken herum wandert. Deine Unterschenkel und auch deine Füße sind dabei ganz entspannt, ganz locker. Noch zwei Runden hier. Und nun kreise in die andere Richtung. Hier gilt das Gleiche. Kreise nicht zu schnell. Schließ deine Augen und genieße dieses wunderschöne Gefühl an deinem unteren Rücken. Zwei Runden hier. Sehr gut. Und nun stell deine Füße am Boden auf. Wir gehen in das Nadelöhr und hier möchte ich dir verschiedene Varianten anbieten. Variante 1, wir legen den Fuß, den rechten Fuß über das linke Knie, der rechte Fuß ist geflext und du drückst ganz sanft mit der rechten Hand gegen den rechten Oberschenkel, sorgst hier für eine leichte Öffnung in deiner Hüfte. Variante 2, wir greifen hinter dem linken Oberschenkel, Oberkörper und Kopf bleiben dabei am Boden. Dabei ist der linke Unterschenkel ganz entspannt, genauso wie der Fuß, der rechte ist die ganze Zeit aktiv. Und wer hier weitergehen kann und möchte, der kann auch die Hände um das Schienbein greifen, ist hier ein Stückchen mehr in der Dehnung drin. Egal welche Variante du jetzt hast, wir bleiben hier noch für 5 ruhige Atemzüge. Schicke dabei deinen Atem ganz entspannt in den Unterbauch und spüre, wie der Atem deine Dehnung ganz leicht unterstützt. Letzter Atemzug, noch einmal ein bisschen mehr ziehen und auflösen. Rechtes Bein gerne mal ausstrecken und dann aufstellen. Damit die Finger sich ein bisschen entspannen können, lade ich dich ein, jetzt beim nächsten Griff die Finger um einen Finger weiter zu versetzen. Das heißt, greif einmal, verzahne mal die Finger und ganz intuitiv haben wir die Finger so verzahnt, wie wir sie unser Leben lang verzahnen. Und jetzt einmal einen Finger weiter rutschen und das ist dein neuer Griff. Also wir legen den linken Fuß über das rechte Knie, Variante 1, Variante 2 oder 3. Finde in deiner Haltung und wenn du wie ich ganz intuitiv die Hände jetzt wieder so verschränkt hast, dann rutsch einen Finger weiter. Rechter Unterschenkel und Fuß ganz locker und entspannt, linker Fuß bleibt aktiv. Und dann schließe wieder deine Augen, schick den Atem in den Unterbauch, noch 5 Atemzüge hier.
letzter Atemzug. Und löse auf. Linkes Bein gerne mal strecken, lang machen und aufstellen. Für die nächste Übung bitte ich dich einmal, deine Decke oder dein Kissen vom Kopf zu entfernen. Wir liegen ganz flach auf dem Boden. Deine Füße sind hüftbreit aufgestellt und die Fersen relativ nah an dir. Wir gehen ein paar Mal dynamisch in die Schulterbrücke und dann halten wir das Ganze auch für 5 Atemzüge. Deine Arme sind lang am Boden ausgestreckt, helfen dir bei der Bewegung. Achtung, mit der Einatmung roll einmal dein Becken zu dir und dann heb dich Wirbel für Wirbel nach oben ab. Ausatmen, ganze Weg wieder nach unten, Wirbel für Wirbel abrollen und ganz am Ende einmal ganz bewusst das Becken wieder anschmiegen. Einatmen, zu dir aufrollen. Und ausatmen, wieder abrollen. Ein, komm nach oben, roll dich auf, dein Brustbein strebt zur Decke. Ausatmen, wieder absenken. Wir bleiben jetzt oben und halten für 5 Atemzüge. Roll dich nach oben auf und entweder kannst du die Unterarme aufstellen, sodass du mit deinen Oberarmen hier nochmal schön Druck ausüben kannst, dich unter Haltung unterstützt, oder du verzahnst die Hände unter dir, deine Arme sind dabei ausgestreckt. In beiden Fällen die Schulterblätter ein bisschen enger zusammengerutscht. Noch 3, 2. Eins. Und langsam auf den Weg wieder zurück nach unten. Wunderbar. Schnappe dir nun einmal deinen Gürtel. Wir legen den Gürtel um den rechten Fuß. Dein rechtes Bein einmal diagonal von dir weg ausgestreckt. Dein Fuß ist geflext und du hältst den Gürtel in beiden Händen fest wie 2 Zügel. Und nun hol einmal das gestreckte Bein so nah zu dir, wie es deine Dehnung zulässt. Und dann bleibe ich hier. Wenn du jetzt ein schmerzverzerrtes Gesicht machen solltest, dann bist du zu weit in der Dehnung. Gib wieder ein bisschen nach. Und versuche in dieser Haltung auch deine Schultern und vor allem die Hände zu entspannen. Wir neigen ganz oft dazu, in den Händen hier zu verkrampfen, ganz fest den Gürtel festzuhalten. Dabei brauchen wir fast gar nicht den Gürtel. Wir schieben die Ferse weg, schieben die Kniekehle auch von uns weg, die Fußzehen zeigen zu uns. Wir sind hier echt aktiv in der Dehnung drin. Noch 3 tiefe Atemzüge durch die Beinrückseite. Langsam am Gürtel nachgeben, beuge dein Bein. Wir machen die andere Seite. Lege den Gürtel um den linken Fuß, dein Bein diagonal ausstrecken, dein Bein ist ganz lang. Und jetzt hol das gestreckte Bein sanft zu dir, dein linker Fuß ist geflext. Die Ferse schiebst du weg von dir. Entspanne die Hände so gut du kannst, auch die Schultern, dein Gesicht, den Unterkiefer. Fokussiere die Dehnung in deiner Beinrückseite, schieb die linke Kniekehle von dir weg. Und auch hier bleiben wir noch für 3 tiefe Atemzüge in der Dehnung durch die linke Beinrückseite. Und langsam auflösen, befreie deinen Fuß. Den Gürtel einmal neben dir ablegen. Die Füße stehen ungefähr hüftbreit auf, aber ein bisschen weiter als bei der Schulterbrücke von dir weg. Breite deine Arme nach rechts und links aus.
Und mit der Ausatmung lasse nun einmal beide Knie zur linken Seite ab. Das ist eine sehr sanfte Variante des Krokodils, sanfte Drehung für deinen Rücken. Wer hier mehr möchte, kann das obere Bein höher ziehen, kann das obere Bein noch gern mit der linken Hand festhalten. Achte bitte dabei darauf, dass die rechte Schulter nicht den Boden berührt, nicht vom Boden abhebt. So. Der Blick zur Decke gerichtet oder nach rechts. Und jetzt bleiben wir hier noch für 3 schöne Atemzüge. Und mach dich bereit, mit der nächsten Einatmung komme wieder zur Mitte zurück. Andere Seite. Wir starten wieder von vorne. Erst einmal Arme ausbreiten. Mit der Ausatmung lass beide Beine zur rechten Seite ab. Und entweder bleib hier oder zieh das linke Bein höher. Halte es gerne mit der rechten Hand fest. Achte darauf, dass die linke Schulter am Boden bleibt. Und auch hier schenke dir noch 3 tiefe Atemzüge. Mach dich bereit, nächste Einatmung, komm wieder zur Mitte zurück. Zum Abschluss gehen wir in die Happy Baby Pose und diesmal zeige ich dir eine Variante mit Gürtel plus Decke unter dem Kopf, falls die Füße hier richtig weit weg sein sollen. Lege mal die Decke unter den Kopf und lege den Gürtel um beide Füße. Deine Beine sind leicht gebeugt. Und die Füße schiebst du nun einmal zur Seite. Deine Fußsohlen zeigen Richtung Decke, die Knie streben Richtung Achselhöhle. Und jetzt halte dich am Gürtel fest, der Impuls geht nach unten. Achtung, lass bitte deinen unteren Rücken auf der Matte. Und dann schließ die Augen und auch hier, falls du den Gürtelgriff haben solltest, entspanne deine Schultern. Versuch den Griff nicht zu krampfhaft zu nehmen. Wenn du hier keine Probleme haben solltest, deine Fußkanten zu greifen, dann arbeite an der Streckung deines Rückens. Versuche so viel Rücken, wie du kannst, auf der Matte anzulegen. Und wenn die Happy Baby Pose für dich eine sehr angenehme und nicht anstrengende Haltung ist, kannst du hier auch noch ganz sanft von Seite zu Seite schaukeln über den ganzen Rücken. Sei hier wirklich sehr achtsam und bleib aktiv. Versuch so viel unteren Rücken, wie du kannst, am Boden anzupressen. Wir bleiben hier noch für 5 Atemzüge. Und lösen. Zum Abschluss lade ich dich ein, in Viparita Karani zu kommen oder auch in den Flug, wenn du keine Probleme mit der Halswirbelsäule haben solltest. Wenn das für dich nicht geht, dann hol einfach noch einmal beide Beine heran. Du kannst sie auch einmal hinter dir umarmen. Entweder Viparita Karani, die Beine zur Decke gestreckt, oder komm in den Flug. Oder gerne auch in eine ganz andere abschließende Haltung, eine Bewegung, die du jetzt brauchst, die sich für dich gut und richtig anfühlt. Es kann auch von Tag zu Tag anders sein. Mal möchtest du mehr Dehnung in deinem Nacken,
Mal möchtest du noch einmal die Beine spüren oder deine Hüften öffnen. Löse dich aus deiner Haltung, stell einmal die Füße auf der Matte auf. Lass die Knie ganz bequem x-förmig zusammenfallen und lege deine Hände auf dein Herz. Schließe deine Augen und lenke all deine Wahrnehmung nun auf dich, deinen Körper und auf dein Innerstes. Nehme wahr, wie es dir jetzt gerade geht, in deinem Gemüt, deine Emotionen, deine Gedanken. Nehme dieses ganz wunderbare Gefühl mit in deinen Tag. Wir nehmen die Hände in Anjali Mudra vor dem Herzen zusammen. Schenke dir selbst ein warmes Lächeln und sei dankbar dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast für deine Yoga-Praxis. Namaste. Wenn du magst, bleib noch ein bisschen liegen oder komm auf deinem Wege nach oben in einen Sitz. Ich möchte mich bei dir verabschieden, möchte dir Danke sagen für dein Vertrauen, dass du mit mir gemeinsam praktiziert hast, wünsche dir jetzt einen wunderschönen restlichen Tag, freue mich schon auf das nächste Mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen und auch über einen Kommentar. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.